Ja, meine Freunde, so wie ihr seht, hat sie den Wurm, wie heißt die nochmal, Zobabus, Zobovas, keine Ahnung. Ja. Hat ihn zwei, dreimal bearbeitet mit Gift. So habe ich das jetzt gesehen und ja, dann wartet sie jetzt erstmal ab. Man sieht, dass der Wurm so langsam auf. So nicht mehr kann durch das Gift. Das krasse Gezappel ist vorbei. Ja, und gleich wird die Phalaxe halt sich ihre Beute holen. Beim letzten Video, was ich reingestellt habe mit Jagdverhalten von der Phalaxe, habe ich das halt. Weil es nur ein Short-Video war, habe ich das halt so jetzt nicht kommentiert. Aber ich hatte das jetzt schon noch ein paar Mal beobachtet, dass die halt es nicht eilig haben, ne? Diese Spinnen, diese. Ja, die fallen ja unter die Trichternetzspinnen, meine ich. Genauso wie die Telolites. Ihr wisst, was ich meine. Haben die bei dem Netz eigentlich auch kaum eine Chance, sich zu befreien. Von daher braucht die Spinne eigentlich, wie gesagt, nur einmal zu hacken und dann halt warten. Also sie ist eigentlich relativ entspannt dabei, wenn es halt größere Futtertiere sind. Ja, sehr interessant. Ich habe mir jetzt ein Kissen genommen, habe mich mal hier vorgesetzt. Ja. Ich habe ja schon ein paar Videos reingestellt, wie gesagt, mit der Phalaxe. Aber das ist jetzt schon wieder ein richtig, richtig cooles. Ich weiß jetzt nicht, was er vorhat. Da sieht man es auch, Freunde. Wenn ihr jetzt hier guckt, ich mache mal ein bisschen größer. Seht ihr das? Ja, seht ihr da den Tropfen? Seht ihr den Tropfen? Ja, wie gesagt, da hat sie reingehackt mit den Chilizern und das Gift reingedrückt. Ja, Feierabend, ne? Wie gesagt, das war es soweit mit dem Wurm. Sorry, dass ich gerade ein bisschen am Wackeln bin. Setzt sie. Ich mache mal wieder so. Dann habe ich beide im Auge. Mal schauen, wann sie kommt. Ja, der Wurm ist platt, wie gesagt. Also scheint das Gift auch gar nicht mal so ohne zu sein, was sie haben. Auch bei der Megatelolides oder was sind sie halt auch. Soll man halt auch mit Bedacht in dem Becken halt hantieren. Also da halt auch nicht genau wissen, wie stark das Gift ist. Bei der Phalaxe bin ich mir jetzt auch nicht so sicher. Aber den Wurm hat es ja jetzt relativ schnell dahingerafft. So, ich mache mal einmal kurz auf Pause. So. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wann sie denn dann sich den Wurm holt. Ich kann aber auch so lange eben auf Pause machen, bis er halt kommt. Ja, hat der Wurm doch noch ein bisschen Kraft? Ah, sie kommt wieder. Sie kommt wieder, Freunde. Meine Frau drüben und der Junge, die spielen mit der Katze. Ja, da ist er. Jetzt, man sieht auch, wie geschmeidig sie ankommt und es überhaupt nicht eilig hat. Deswegen, weil sie halt auch weiß, da kommt nicht mehr viel. Antasten. Abchecken. Ah, zack, hier nochmal einmal reingebissen.
Ja, doch, der Wurm hat noch Power, mein lieber Mann. Also sind doch sehr zähe Biester, ey. Hätte ich nicht gedacht. Jetzt tippelt sie erstmal wieder weg. Jetzt, Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht, dass er doch noch so aktiv ist, mein lieber Herr Gesangsverein. Wenn er so weitermacht, dann ist er gleich unten. Ja. So, Freunde, ich muss mal eben ganz schnell auf Pause machen. So, da bin ich wieder. Also, das war jetzt wirklich haarscharf. Also, der Wurm ist runter und hat sich fast da unten eingegraben. Ich konnte noch so gerade mit der Pinzette schnappen. Also, da sind die wirklich die Zooboas oder wie die heißen. Ratzfatz sind sie dann weg, irgendwo in der Erde. Und irgendwann soll dann halt dieser Käfer da rauskommen, da, wie gesagt, der halt auch dieses Sekret hat und gut stinken kann. Bei meiner Imane, das sind zwei Stück irgendwo in der Erde. Keine Ahnung, wo die sind. So. So, dann mal schauen jetzt, ob die Spinne das jetzt noch irgendwie geregelt kriegt. Die muss auf jeden Fall dabei bleiben. So. Echt? Der gibt dir doch noch alles. Also ich habe eigentlich gedacht, das war's. So, echt. Hat er jedenfalls den Anschein, aber das sind echt widerspenstige Tiere, mein lieber Mann. Mein lieber Herr Gesangsverein, also sollte man halt auch nicht an zu kleine Spinnen verfüttern. Weil krass, dass er sich noch so windet. Unfassbar. Schon heftig, ey. Schon heftig. Na, schauen wir mal, ob sie gleich nochmal angelatscht kommt, ich denke. Ich denke, dass sie gleich nochmal ankommt. Hopp, das sieht nicht gut aus. So, jetzt wäre mir gerade das zweite Mal auch schon fast entwischt. Jetzt habe ich das Netz erstmal hier an den Seiten erstmal wieder ein bisschen weggemacht von der Frontscheibe. Und jetzt bin ich am Überlegen, ob ich mir halt, er buddelt sich da schon wieder durch, ob ich mir halt, so noch eine Scheibe bestelle. Ja, die ich dann halt so schräg, noch so schräg hier in das Becken reinmache. Damit die Frontscheibe halt, dass die halt frei bleibt vom Netz. Und mal gucken, mal, dass ich mir was einfalle. Ja. Der Wurm gibt alles. Da unten ist noch eine Schabe drin. Die ist auch irgendwann mal abgehauen. Normalerweise brauche ich hier unten auch erstmal nicht mehr großartig gießen. Ja, jetzt da ist er schon wieder fast durch. Ja, ich kümmere mich mal eben drum, Freunde. So, ich lasse mal laufen. Ich habe mir jetzt da oben reingeschmissen. Ich mache jetzt erstmal zu. Ich lasse das mal eben erstmal laufen. Mache erstmal die Schale wieder rein. So. Spinne ist noch da hinten, aber ich bleibe jetzt mal so. Kann man gleich besser sehen, was die Spinne macht. Normalerweise, boah, der hat noch eine Power. Boah, hat der noch eine Power, echt Wahnsinn. Wahnsinn, muss ich ein bisschen im Auge behalten. Muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen im Auge behalten jetzt. Ja, er beißt sich durch das Netz durch.
Schon heftig, so. Schon heftig. Dass er noch Kraft hat, mein lieber Mann. Mein lieber Mann. So, keine Ahnung, was mit dem ist. Sie kommt. Dann komm, packen die. Ah, schöne Aufnahmen jetzt. Das lasse ich auf jeden Fall jetzt mal laufen. Sehr, sehr interessant. Aber unfassbar, was die Würmer für eine Kraft haben. Unfassbar, ey. Mein lieber Mann. Ja, ich lasse das mal einfach mal laufen, Freunde. Kümmere mich mal gerade um meine anderen Becken. Deswegen einmal schauen, so, was mit meinen anderen Becken los ist. Aber das lasse ich mal laufen. So, ja, sehr interessant. Die Spinne sitzt noch da. Richtig interessant. Mein lieber Mann. Ja, meine Freundin, die Spinne hat wirklich Zeit. Ja, die hat's nicht eilig. Mal gucken.
Sie haut wieder ab. Ja, meine Freunde, wie sieht's aus? Ich bin nur an den anderen Becken beschäftigt. Na, ich habe das Gefühl, sie kommt wieder. Ich mache zwischendurch immer auf Pause. Ja, ich glaube. Ja, aber wie gesagt, diese Würmer sind echt schwer einzuschätzen, ey. Die haben eine ganz schöne Power, mein lieber Mann. Ich muss das dann mal hier wirklich mal. Ankleben. Auf jeden Fall muss ich das dann mal ankleben.
nichts machen hier. Auch nichts. Scheiße. Ich muss jetzt erstmal Müll wegbringen hier. Jo. So, meine Freunde. Ich habe jetzt eine Zeit lang auf Pause gehabt. Ich lasse es jetzt mal noch ein bisschen laufen. Ich weiß nicht, wie lange der Akku noch hält. Aber ich muss auch noch mal kurz aufs Pöttken und noch mal im Wohnzimmer. Ich lasse es jetzt erstmal so ein paar Minuten laufen. 10 Minuten oder so. Und dann komme ich noch mal gucken. Und dann mal schauen, ob sie sich dann geholt hat. Bin ich mal gespannt. Ich mache erstmal hier das Licht aus. Und melde mich gleich zurück, Freunde.
Gracias.